Teamwertung. Das sieht im Moment richtig gut aus. Schlag Yuki Nakamura, um einen echten Vorsprung rauszufahren. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Grid Autosport. Ja Leute, Driftrennen, da haben wir jetzt schon eine gewisse Übung drin. Im letzten Drift-Event haben wir es sogar in die nächste Runde geschafft, wenn auch ziemlich knapp. Ja, ich fange auch langsam an, Spaß an den Rennen zu haben. So, ich wollte jetzt hier nochmal gucken. Genau, hier kann ich vieles noch nicht einstellen, das muss ich im nächsten Event machen. Gut, dann würde ich mal sagen, legen wir los. So, die erste Kurve kommt. Ja, super. Das hätte so gut werden können, aber dann sind wir doch noch rausgeflogen. Ja, wir dürfen nicht zu schnell reinfahren. Okay, das war schon mal okay. Nächste Kurve. Auch gar nicht mal so schlecht. Ja, das wird jetzt spannend hier. Okay, das war ja gar nicht mal so schlecht, aber reicht es? Okay, kriegen wir keine Punkte, das ist keine Driftzone. In dieser Runde scheiden 8 Fahrer aus. Du musst im nächsten Lauf richtig gut sein. Ja, mir schwant schon Übles, das sag ich euch. Wir geben uns Mühe. Ich hätte zurückspulen können, stimmt. Okay, weiß ich Bescheid. Okay, da haben wir schon mal gut was abgefarmt, würde ich sagen. Die Spitzkehre. Okay. Lass mal so stehen. Ah, schade. So, hier können wir es, glaube ich, noch abfangen. Sehr schön. Ja, ich spiele wieder mit Zurückspulen. Uns passieren ja nämlich doch öfters größere Fehler und deswegen gleich ein Rennen und somit eine Meisterschaft in Sand zu setzen, ist auch ein bisschen doof. Okay. Flow war 96%. Was fahren wir für ein Ergebnis ein? Also optimistisch bin ich nicht. Du hast nicht genug Gas gegeben, um in die K.O.-Phase einzuziehen. Habe ich mir schon gedacht. Okay. Gehen wir weiter. Wir sind natürlich ganz unten. Platz 13. Okay. Okay. Ja, an Sponsoren ziehen gibt es auch in Driftrennen nicht viel zu holen. Dann gehen wir mal zum nächsten Event. Jetzt aber. Im Moment auf Rang 6 der Teamwertung. Diese Position sollten wir halten. Schlag Yuki Nakamura, um einen echten Vorsprung rauszufahren. So, jetzt gehe ich hier dran. Genau, Lenkhilfe lasse ich weg. Kurvenhilfe sowieso, oder? Genau, weglassen. Grätsch mir, glaube ich, zwischen. Ansonsten, denke ich, können wir das erstmal so lassen. Rennlinie mache ich auch mal komplett an. Okay. Dann stürzen wir uns rein ins Getümmel. 3 Runden. Du musst vor Yuki Nakamura im Ziel sein. Los, das schaffst du. Ich werde dran arbeiten. So, es geht los. Ja, die Kurvenkombination hier, die ist richtig anspruchsvoll. Bin ich froh, dass ich durch bin, aber ich habe die noch zweimal vor mir.
Aber sollten wir hinkriegen. So. Was kriegen wir hin? Okay, Platz 1 fürs Erste, aber abwarten. Weil ich muss sagen, mit Ideallinie, mit vollständiger Ideallinie geht das viel besser. Die Kurvenlinie war ja nicht so hilfreich, muss ich sagen. Oh shit. Okay, wir sind leicht abgesackt. Also ranhalten. Du bist 1,5 Sekunden langsamer als der Rundenschnellste. Platz 4, es geht weiter runter, also ich kann es nicht oft genug sagen. Gas geben. So, Zwischenergebnis. Ja, wir haben etwas nachgelassen. Okay. Eine minimale Steigerung, aber es ist auch nur eine persönliche Bestleistung. Keine absolute. Platz 5 wäre aber schon mal okay. Denke ich mal. Hallo. Einmal mit durchrammen, bitte. Okay, ich glaube, in dieser Kurvenkombi verlieren wir Zeit. Aber okay, Platz 5 ist okay. Nur unseren Rivalen schlagen wir nicht, so wie es aussieht. Können wir wenigstens noch eine PB erzielen? Ja, auch Platz 4. Haben doch noch einen Platz gut gemacht. Wunderbar. Teamintern hast du in der Fahrerwertung die Nase vorn. Perfekt. Platz 10. Sind wir auch ein kleines Stück vorgerückt. Und das Team ist nach wie vor auf Platz 6. Dann gehen wir mal weiter. Auf Rang 6 der Teamwertung und genau da gehören wir hin. Schlag Yuki Nakamura, um einen echten Vorsprung rauszufahren. So, noch ein kleines Drift-Event zum Abschluss. Auf geht's. Toi, 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 würde ich sagen. Ja, jetzt müssen wir aufpassen. Wir haben eine Schikane hier. So, wie war das? Flow liegt bei 84%, das ist, denke ich, ganz okay. Ah, verdammt. Einmal zurückspulen. 95, 96, 97, 99, 100. Okay, was erreichen wir? Och, das höre ich zum ersten Mal. Können wir doch noch einen guten Abschluss erzielen. Ah, verdammt. Nochmal. Und nochmal. Jawohl, schon besser. Okay, das war jetzt nicht so doll. Was wird das für ein Ergebnis? Okay, damit stehst du in der K.O.-Phase. Wunderbar. Vierter Platz sogar. Alter. Nachher schlage ich Yuki Akamura, wie der heißt noch.
Entschuldigung, ich habe den Namen gerade nicht im Kopf. Mein Gegner ist Felipe Santos. Ich denke, den haben wir schon mal im Platz 9. Und shit. Das war knapp. Hui. Santos kann erstmal unseren Staub fressen, Alter. Wortwörtlich natürlich. Hallo. So, was erreichen wir? Okay. Nummer 2. Jetzt bin ich der Verfolger. Ja, Santos hat einen großen Vorsprung im Moment. Ach, Leute. Das wird noch spannend, sag ich euch. So, jetzt geht's aber ins Ziel. Sieht nicht gut aus. Ja, schade, habe ich mir schon gedacht. Aber wir haben es in die letzte, ja, in die letzte Runde wahrscheinlich, das ist ja schön. Wir haben es eine Runde weiter geschafft. Kann man schon mal gut festhalten. Wir sind auf Platz 9 vorgerückt. Unser Team ist auch da, wo es sein soll. Okay, ich denke, der Abschluss ist gut. Du drückst dieser Disziplin wirklich deinen Stempel auf. Es wird ab jetzt zwar immer schwieriger, aber ich bin sicher, du kriegst das hin. Ja, Leute, sieht ja schon mal richtig gut aus. Wir gehen nochmal hier raus. 9 und 1. Das Cup-Event haben wir gewonnen, das ist sehr gut. Ja, Leute. Dir wurde ein Startplatz in einer neuen Straßenmeisterschaft angeboten. Wollte ich gerade sagen, wir werden auch als nächstes eine Straßenmeisterschaft bestreiten. Was haben wir denn da so vor uns? Du hast letzte Saison alles richtig gemacht. Das hat dir einige Optionen eröffnet. Razor Motorsport hat dir ein Angebot gemacht. Das wird auf jeden Fall eine lange Saison. Du bist eine fantastische Saison gefahren und hast auf dich aufmerksam gemacht. Team Kicker ist ein starkes Team mit einem starken Angebot für dich. Ich will mal gucken, welche Autos es gibt. Okay. Das ist eine ziemlich lange Saison. 12 Events und 2 Cup-Events. Ja, komm, wisst ihr was? Wir können ja einfach nächste Folge erstmal anfangen. Ich danke euch fürs Zuschauen bei dieser Folge. Ich bin raus. Ciao.